Liebe Freunde der gepflegten Daten des Tourismus und liebe Freunde von Dresden, ihr seht hier eine Statistik, die habe ich zusammengestellt mit Daten aus dem sogenannten Open Data Portal der Landeshauptstadt Dresden, schon vor ein paar Tagen. Und ich habe die Rohdaten sortiert nach Jahren und auch nach inländischen bzw. ausländischen Gästen und habe den Anteil ausländischer Gäste ab dem Jahr 2000 berechnet. Ihr seht hier 14,61% Anteil ausländischer Gäste im Jahr 2000, wie gesagt. Und wir gehen ins Jahr 2019, das letzte Jahr vor Corona. Und wir sehen, der Anteil liegt inzwischen bei 20,37%. Danach ist er auf 12,72 bzw. dieses Jahr auf 11,33% gesunken. Und wir gucken uns mal an, wie sich das denn ab 2014 verhielt, wo Pegida gegründet wurde, und zwar wohl im Oktober. Das heißt, das Jahr 2014 ist wahrscheinlich noch nicht so aussagekräftig. Im Jahr 2014 lag also der Anteil ausländischer Gäste bei 18,52%, 2015 20,07%, 20,66, 21,03, dann ist er 2019 auf 20,37% gefallen, warum auch immer. Ja, also, die Behauptung, die einige aufgestellt haben und die Behauptungen, denen bisher meines Wissens kein Stadtrat, kein Oberbürgermeister und auch keine Kulturbürgermeisterin widersprochen hat. Was soll ich sagen? Die Behauptung, dass Pegida an irgendwas schuld sei, sind in aller Regel an den Haaren herbeigezogen und entbehren in diesem konkreten Fall. Pegida würde dem Tourismus schaden, Pegida würde weniger ausländische Gäste, Studierende, whatever, nach Dresden locken. Ja, substanzlos. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und verbleibe mit freundlichen Grüßen und einem fröhlichen Hasta la Victoria siempre.